Hallo und herzlich willkommen bei der Stiftung für aktives Kommunalwesen. Wir wollen euch helfen, euch in öffentlichen Angelegenheiten zu engagieren. Dazu produzieren wir diese neue Videoreihe Bürgerbeteiligung NRW, in der wir euch die wichtigsten Werkzeuge vorstellen, die wir alle in öffentlichen Angelegenheiten benutzen können. Heute zeigen wir euch ein ganz besonderes Bürgerbegehren, das sogenannte Abwahlbegehren gegen Bürgermeister. Abonniert die STAKO bei YouTube, wenn euch Bürgerbeteiligung interessiert. Bei Fragen oder Vorschlägen schreibt uns einen Kommentar drunter. Und wenn ihr helfen wollt, Videos anschauen, teilen und ein Gefällt mir dalassen. Alle wichtigen Links gibt's wie immer in der Videobeschreibung. Ihr kennt den Willi schon, oder? Hi Willi! Willi wohnt in einer ländlichen Gemeinde in NRW. Und Willi ist wütend auf seinen Bürgermeister. Aus Willis Sicht macht er seine hochbezahlte Arbeit nämlich ganz schön schlecht und vernachlässigt seine Pflichten. Und mit der Meinung ist Willi nicht alleine. Wenn er sich mit den Leuten in seiner Gemeinde unterhält, sind die meisten seiner Meinung. Wenn offensichtlich so viele mit dem Bürgermeister nicht einverstanden sind, muss man ihn doch aus dem Amt entheben können, denkt Willi sich. Was kann er also jetzt unternehmen? Irgendwer muss doch mal was machen. Und selbstverständlich können wir alle sowas in die Hand nehmen, Willi. Du musst nur genügend Leute finden, die die Idee unterstützen und bereit sind, dafür zu unterschreiben. Das nennt man ein Abwahlbegehren. Und dieses Recht steht in NRW nach § 66 der Gemeindeordnung der Bevölkerung jederzeit zu. Ganz ohne besondere Gründe. Das Ziel eines Abwahlbegehrens ist ein kommunaler Volksentscheid zur Amtsenthebung. Das Abwahlbegehren ist ein besonderes Bürgerbegehren. Dringende Empfehlung, schaut euch auch unsere Videos zum Bürgerbegehren und zum Einwohnerantrag vorher nochmal an. Dann ist das hier noch leichter zu verstehen. So ein Bürgerbegehren ist ein gemeinsamer Antrag einer bestimmten Anzahl der Wahlberechtigten, um die Kommune zu einem bestimmten Handeln zu verpflichten. Was kann Willi also jetzt machen? Erstmal heißt's Unterschriften sammeln. Auch ein Abwahlbegehren muss in Textform eingereicht werden, das heißt schriftlich. Elektronische Unterschriften sind dabei nicht vorgesehen. Ob man die Unterschriften aber persönlich einholt, Unterschriftenlisten öffentlich auslegt oder im Internet zum Ausdrucken anbietet, das schreibt das Gesetz nicht vor. Ganz wichtig, Willi, jede Liste muss den vollen Wortlaut des Abwahlantrags enthalten. Es muss also auf jeder Liste erkennbar sein, wofür unterschrieben wurde. In unserem Fall zum Beispiel, es soll eine Abwahl des amtierenden Bürgermeisters in Willis Gemeinde durchgeführt werden. Jede Liste muss außerdem bis zu 3 Wahlberechtigte aus der Gemeinde benennen, die das Begehren gegenüber der Kommune vertreten. In unserem Fall also Willi selbst und einer oder 2 Mitstreiter. Zu jeder Unterschrift müssen Name, Vorname, Anschrift und Geburtsdatum angegeben werden, damit die Kommunalverwaltung die Richtigkeit prüfen kann. Wie viele Unterschriften braucht Willi denn? Das kommt auf die Einwohnerzahl der Kommune an. Bei einfachen Bürgerbegehren richtet sich die Zahl nach § 26 Gemeindeordnung. Bei dem besonderen Abwahlbegehren gilt aber stattdessen § 66. Willi lebt in einer Gemeinde von 12.000 Menschen. Nach § 66 braucht er deshalb die Unterschriften von 20% der Wahlberechtigten. Beim einfachen Bürgerbegehren hätten 9% gereicht. Dabei wird die Anzahl der Wahlberechtigten bei der letzten Kommunalwahl zugrunde gelegt. In Willis Gemeinde waren 9.000 Menschen bei der letzten Kommunalwahl wahlberechtigt. Er braucht also die Unterschriften von 1.800 Wahlberechtigten. Außerdem laufen, anders als beim einfachen Bürgerbegehren, die Unterschriften nach 4 Monaten ab. Das heißt, es werden nur die Unterschriften gezählt, die höchstens 4 Monate alt sind, wenn der Antrag bei der Kommune vorgelegt wird. Es gibt also keine Ablauffrist,
aber man muss innerhalb von 4 Monaten alle erforderlichen Unterschriften bekommen oder wenigstens ältere Unterschriften nochmal erneuern lassen. Und wenn Willi 1800 Unterschriften in 4 Monaten zusammenbekommt, dann legt Willi die Listen mit ein paar weiteren Unterlagen, Links in der Videobeschreibung, bei seinem Gemeinderat vor. Rat und Verwaltung prüfen dann die Zulässigkeit des Antrags und die Richtigkeit der Unterschriften. Wenn alles in Ordnung ist, muss der Abwahlentscheid, also ein kommunaler Volksentscheid, innerhalb von spätestens 3 Monaten durchgeführt werden. Das läuft wie bei der ordentlichen Kommunalwahl, eben nur mit dem Ziel einer Abwahl. Willis Bürgermeister kann der Abwahl zuvorkommen und erklären zu verzichten, sagt § 66. Dann gilt die Abwahl zu diesem Zeitpunkt als erfolgt. Und wenn Willi die Anzahl der Unterschriften nicht erreicht hat, dann kann er zu einzelnen Maßnahmen immer noch auf Einwohneranträge oder Bürgerbegehren zurückgreifen. Es gibt immer Wege, Willi, wenn sich genügend Leute zusammentun. Und wenn Willis Abwahlbegehren nicht zugelassen wird? Der Rat entscheidet über die Zulässigkeit des Antrags. Wenn er ihn als unzulässig verwirft, dann kann Willi als Vertreter dagegen Widerspruch einlegen oder auch Klage einreichen. Seht euch dazu auch unser Video an. Spätestens bei der Klage braucht Willi dann rechtlichen Beistand. Die Kommunalverwaltung prüft nur die Angaben auf den Listen und die Anzahl der Unterschriften. Wenn es hier zu Unstimmigkeiten und einer negativen Entscheidung kommen sollte, kann auch das im Widerspruchs- oder Klageverfahren überprüft werden. Wir hoffen natürlich, dass es für Willi gar nicht so weit kommen muss. Benutzt diese Anleitung gerne für eure eigenen Anliegen. Denn was Willi kann, könnt ihr auch. Hat euch unser Video gefallen? Können wir was besser machen? Dann lasst uns wissen und schreibt uns einen Kommentar. In den nächsten Videos stellen wir euch weitere Werkzeuge vor, mit denen ihr auf Politik und Verwaltung Einfluss nehmen könnt. Bis dahin, ich bin Bernd Züll und das hier ist die Stiftung für aktives Kommunalwesen. Bleibt dabei und bleibt dran.